Dienste der guten Sache stellten sich zahlreiche Mitwirkende im Rahmen eines Benefizkonzertes im Kitzbüheler K3. Unter dem Motto Kitzbühel hilft Yamagata, helfen Kitzbühel ihrer Schwesternstadt in Japan. Bei freiem Eintritt wurden Spenden erbeten, die direkt an die Stadtverwaltung in Yamagata gehen soll, um dort möglichst rasch den katastrophengebeutelten Land und deren Bevölkerung Hilfestellung zu leisten. Ja, Bürgermeister, lieber Klaus, jetzt ist ein bisschen Geld zusammengekommen für die Japaner da in Kitzbühel. Die Geste, glaube ich, zählt mehr. Ja, natürlich. Man darf nicht vergessen, Yamagata ist doch eine Stadt mit 255.000 Einwohnern, also im Vergleich zu Kitzbühel natürlich ein Vielfaches. Aber unsere Verbundenheit wollen wir zum Ausdruck bringen. Es ist ja wirklich tragisch, was sie drüben abgespielt hat, wenngleich Yamagata selbst ja nicht direkt ein Opfer gewesen ist. Aber viele Menschen natürlich da Leid tragen. Wir sehen es täglich im Fernsehen, was sie da abspielt. Und dann, glaube ich, ist es auch für uns nicht nur eine Pflicht, sondern auch ein Zeichen der Verbundenheit zu unserer Schwesternstadt Yamagata, dass wir uns erkenntlich zeigen, auch für diese langjährige gute Partnerschaft. Und deshalb machen wir heute das Benefizkonzert. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, speziell bei der Stadtmusik, beim Franziskuschor und bei der Seitenmusik, dass wir ein schönes Konzert haben und natürlich bei unseren Bürgerinnen und Bürgern, dass sie auch freiwillig Spenden haben, die wir dann nach Yamagata weiterleiten können. Seit 1963 ist Kitzbühel mit der nordjapanischen Stadt Yamagata verschwistert. Damals die große Verschwisterungsfeier in Kitzbühel unter Bürgermeister Hermann Reisch. Einige Jahre später, ich glaube es war 1976, erfolgte dann der Gegenbesuch in Japan. Eine große Delegation, 28 Personen, fuhren zu unseren neuen Freunden nach Japan, um sie kennenzulernen, um die Gebräuche kennenzulernen. Viele von den damals Beteiligten leben heute nicht mehr. Einer, der dann später nach Yamagata gefahren ist, ist unser Altbürgermeister Friedhelm Capellari. Friedhelm, du warst bei den Japanern drüben, irrsinnige Gastfreundschaft. Jetzt dieses Unglück, es ist ja nicht nur das Atomunglück, sondern es ist ja eigentlich der Tsunami, die Überschwemmung. Was sagst du zum Sachen? Ja, ich muss sagen, wir sind so wunderbar empfangen worden. Es war ja zuerst ein großer Gegenbesuch, eine der Delegation von Japan, die sehr groß war. Die Kitzbüheler Delegation war dann ziemlich klein, aber wir sind unglaublich freundlich empfangen worden. Yamagata ist an und für sich eine relativ reiche Stadt mit Reisbau hauptsächlich, ernähren sie sich, aber sie haben große Schulen. Und wir haben dann natürlich ganz Japan, die Umgegend Sendai, selbstverständlich, das ist ihre nächste größere Hauptstadt, wie man sagt. Und es ist ja nicht so weit weg von Atomkraftwerken entfernt. Japan hat, Yamagata hat das Glück, dass sie nicht an der Küste sind, sondern im Landesinneren sind, relativ stark östlich sozusagen vom Unglück. Aber sie sind natürlich schwer betroffen. Jetzt muss ich dazu sagen, Yamagata muss momentan 20.000 evakuierte Japaner, also aus der Kernkraftwerkgegend aufnehmen in Schulen und überall unterhalten. Und es ist einfach für uns, wenn man die Leute, die Menschen kennt, ist ein furchtbares Unglück. Musik
Jetzt kann man sagen, der Tsunami hat sehr viele Todesopfer gefordert, das ist und viel verwüstet. Aber das große Problem ist, dass über Jahrhundert durch den Kernkraft-Gau über Jahrhundert Gegenden unbewohnt bleiben. Japan ist ja nicht groß und hat sehr viele Kernkraftwerke. Da braucht nur noch irgendwo ein zweites oder drittes ungünstiges Unglück passieren. Und in ganz Japan, wo tut man 200 Millionen hin? Also wir leiden wirklich mit. Wir haben jetzt ein bisschen Kontakt wieder. Und es ist einfach schrecklich, wie geprüft diese Menschen sind. Von der Idee, ein Benefizkonzert für Yamagata zu veranstalten. Bis zur Umsetzung vergingen Gottlob nur einige Tage. Die Stadtgemeinde Kitzbühel, Kitzbühel Tourismus, der Yamagachin-Club der Freunde Yamagatas und auch dank der Spendenbereitschaft der Kitzbühler möchte man rasch und unbürokratisch helfen. Ja, diese Veranstaltung ist natürlich nur ein kleiner Baustein heute Abend. Du hast selbst schon gesagt, die Gäste sind nicht mehr da und viele Einheimische sind über Ostern verreist. Aber trotzdem, ich glaube schon, diese Geste von Kitzbühel ist auch für die Japaner wichtig. Sie haben sich schon sehr gefreut, dass wir die ersten Kontakte aufgenommen haben und gefragt haben, wie es geht. Und es wird ein bisschen was zusammenkommen. Es wird wahrscheinlich nur eine symbolische Summe sein. Aber unsere Idee war, zu helfen, und zwar, dass sie die Flüchtlinge oder die Evakuierten würdig behandeln können, dass wir da ein bisschen mithelfen. Wir sind ja da bescheiden, aber es ist einfach eine Geste, oder dass wir an sie denken und dass wir doch diese Schwesternstadt, mit denen wir wunderbare Erlebnisse gehabt haben. Viele Kitzbühler, die drüben waren und auch da in Kitzbühel. Trotz der enormen Entfernung von Kitzbühel nach Yamagata wurde die Städtepartnerschaft und deren Kontakt immer aufrechterhalten. Auch im Jahr 1974 fand sich eine Kitzbühler Delegation mit Toni Seiler in Yamagata ein. Und sogar die Praxmayer Sänger wurden 1976 nach Yamagata eingeladen.